Liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie uns vorne anfangen, auch wenn Sie wahrscheinlich dieses Wort am Ende des Evangeliums, das man in den Regelungen, die in unserem Buch gelten, auch weglassen kann. Also wenn man die sogenannte Kurzfassung liest, aber wir lesen eigentlich immer die lange. Auch wenn uns diese Worte vielleicht am meisten beeindrucken. Dieses Evangelium, und das sind wirklich schwierige Worte Jesu, hat zwei Teile. Die eine Begebenheit, wenn der Apostel Johannes diese Beobachtung macht, da wirkt jemand in deinem Namen, obwohl er hier gar nicht, er gehört gar nicht zu uns. Das ist der Teil, der nach außen gerichtet ist. Und Jesus nimmt das zum Anlass, den Blick nach innen zu richten, im zweiten Teil. Der nach außen gerichtete Teil ist für uns, die wir sozusagen ja Insider sind, sehr interessant. Da gibt es also bis heute Menschen, die nicht zur Gemeinschaft der Apostel gehören oder gehören wollen und dennoch den Namen Jesu gebrauchen, also die sich auch Christen nennen und entsprechend zu wirken versuchen. Was sollen wir von denen halten? Ich weiß, dass es oft in uns, vielleicht ist das nur eine Unterstellung, aber Sie können sich einmal selber fragen, so etwas wie einen inneren apostolischen Aufstand gibt, der sich hier auf Johannes berufen kann. Ja, ist das denn richtig? Die gehören doch gar nicht richtig dazu. Warum dürfen die das denn? Jesus sagt damals zu Johannes und zu uns heute, hindert sie nicht. Hindert sie nicht. Warum? Es ist das Wirken nach außen. Da wird sozusagen eine Grenze markiert. Nach außen hin, um die Mächte des Bösen abzuwehren. Es geht nicht umsonst hier um die Austreibung von Dämonen. Das ist nicht irgendein beliebiges Thema, sondern es geht genau darum. Also die Abwehr des Bösen. Dazu braucht es jeden und jede. Und wenn das im Namen Jesu geschieht, ist jeder willkommen. Das heißt noch nicht, dass jeder und jede, die das tut, zur vollen apostolischen Gemeinschaft gehört. Vielleicht sind die dann noch gar nicht mal alle getauft. Aber sofern sie das tun, tun sie etwas Gutes. Und sie tun es im Namen Jesu. Und damit werden die Mächte des Bösen eingegrenzt. Man setzt ihnen etwas entgegen. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Nach innen. Auf der einen Seite nach außen hin diese, wir würden das heute wahrscheinlich Toleranz nennen. Jesus ist da sehr tolerant, wer da in seinem Namen mitmachen darf. Zumindest wenn es um diese Abgrenzung und um die Abwehr des Bösen geht. Nach innen, in der zweiten Hälfte des Evangeliums, klingt das dann schon ganz anders. Da klingt das sehr intolerant. Ich meine, so viele Hände haben wir nicht und Augen. Und Füße, wenn wir da anfangen abzuhacken. Das ist schon klar, dass Jesus hier bildlich spricht, aber in einer sehr, sehr, man könnte fast sagen, bitteren Schärfe spricht, um deutlich zu machen, worum es geht. Und das alles nimmt seinen Ausgangspunkt von einem Wort, das am Beginn dieser Ausführung steht, nämlich Ärgernis. Das ist für viele Menschen immer schon in der Kirche, das ist kein Zeitphänomen, das unsere Zeit besonders beträfe, hat es das immer gegeben. Ärgernis. Das hat es schon im Apostelkreis gegeben. Wir hören davon, wenn die Apostel einander Ärgernis geben. Letzte Woche noch haben wir davon gehört. Als Jesus ein Kind in die Mitte stellen muss, um klarzumachen, worum es eigentlich geht und was die Mitte seiner Botschaft ist. Während er über die Auslieferung spricht, über Tod spricht, über Leiden spricht, unterhalten sich die Apostel über Karriere. Wer ist denn der Größte von uns? Wer ist denn bedeutender? Auf der einen Seite sehr menschlich, auf der anderen Seite dem Evangelium unangemessen. Aber wir würden heute nicht fertig, wollten wir alle die Dinge aufzählen, die innerhalb der Kirche dem Evangelium unangemessen sind. Heißt aber letztlich von unserer Seite, von meiner Seite her, unangemessen sind dem Wort Jesu und dem Evangelium gegenüber. Hier bedarf es einer scharfen Grenzziehung.
Hans-Urs von Balthasar sagt zu diesem Evangelium, hier ist klar thematisiert, was dem Willen Jesu widerspricht. Alles das sollten wir nehmen und in die Hölle werfen. Ich bin erschrocken, als ich das las, weil das so deutlich ist, so wenig vermittelt, so wenig nach einem Ausweg suchend, ob wir dieses Wort nicht doch vielleicht ein bisschen freundlicher auslegen könnten. Nein, da kann es keine Kompromisse geben. Und dennoch sind wir in der Gefahr, wir, auch die Insider in der Gefahr, und Jesus weiß das, dass wir immer das Ärgernis des anderen nehmen, um daraus einen Skandal zu machen. Aber das eigene Ärgernis, das wir geben, das bleibt oft außen vor. Und es sollte sich niemand von dieser Gewissensprüfung, die uns das Evangelium heute vorlegt, ausnehmen. Niemand. Allen voran die Amtsträger nicht, die es oft sind, wenn man so die Statistiken verfolgt, wenn es diese Diskussion gibt, ja, aber wie stimmt das denn überein, dieser Lebensstil? Wie kann man sonntags das Evangelium lesen, wenn man so lebt? Wenn man ein solches Leben führt, wenn man so handelt. Die Beispiele sind Legion, denn es sind viele. Und wir müssen nicht weit gehen, um solche Beispiele zu finden. Ich fand zusammenfassend einen Gedanken des australischen Trappisten Michael Casey, der Gott sei Dank inzwischen bekannter ist aufgrund dessen, dass er seit einigen Jahren auch in die deutsche Sprache übersetzt wird. Und wenn Sie jemals etwas von ihm finden, können Sie alles lesen. Es ist alles empfehlenswert. Vielleicht ist es manchmal ein bisschen zu, klingt es auf den ersten Blick zu klösterlich, aber es hat immer unter dem Strich eine Lebensweisheit, die nicht nur innerhalb der Klöster gilt. Im Gegenteil, oft ist innerhalb der Klöster so, dass es so etwas wie ein Freilandversuch für das allgemeine Christentum. Die Probleme, die sich dort zeigen, zeigen sich oft sehr bald später im größeren Kontext. Und das Gute, das sich dort ereignet, wird sich auch auf das Generelle der Kirche ausbreiten. Michael Casey schreibt Folgendes. Weil die Kirche hohe moralische Grundsätze predigt, verschafft es denen, die ihr feindlich gesonnen sind, große Befriedigung, den Finger der Schuld auf die Verfehlungen und schlimmeren Dinge ihrer eigenen Mitglieder richten zu können. Wir erleben das tagtäglich in den Medien, diese Lust daran. So verhelfen wir uns, sagt Casey, so verhelfen wir uns zu einer Ausrede für unser eigenes Versagen, uns von den moralischen Prinzipien leiten zu lassen, die die Kirche verkündet. Es ist einfach, über Pfarrer zu munkeln, die nicht das praktizieren, was sie predigen. Doch wir alle sündigen auf vielfältige Weise. Wenn wir die Sünder zum Schweigen brächten, wer würde das Evangelium verkünden? Diejenigen, die Jesus aussandte, um die Forderungen des Reiches Gottes bekannt zu machen, waren Sünder wie wir selbst und scheiterten bisweilen in dem, was von ihnen erwartet wurde. So sehr wir die Ausdrucksformen von menschlicher Schwäche, Bosheit und Blindheit auch hassen mögen, können wir realistischerweise doch nicht erwarten, dass die Kirche von heute besser ist, als es die Kirche der Apostel damals war. Unter dem Weizen wächst Unkraut. Solange wir uns noch auf unserer Reise befinden, sind wir verschmutzt und erschöpft. Dies ist ein Teil der Geschichte, aber keineswegs die ganze Geschichte. Und deshalb singen wir auch nach diesem Evangelium, das wir eben hörten, mit diesen harten Forderungen, Lob sei dir Christus. Es ist ein Teil der Geschichte. Es ist eine große Gewissenserforschung für uns selber, den Finger nicht auf die anderen, sondern auf uns selber zu richten. Aber es ist nicht die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte besagt, dass Christus selber uns herausreißt. Paulus sagt es in einem dramatischen Wort. Er ist für uns selber zur Sünde geworden. Er hat sich sozusagen, der Hebräerbrief äußert diesen Gedanken, außen vor der Stadt, also als wie ein abgehacktes Glied, draußen vor der Stadt zur Sünde machen lassen, sich wegwerfen lassen für uns, um uns so zu retten. Das ist die ganze Geschichte, die uns aber nicht jener Gewissenserforschung, die das Evangelium heute von uns fordert, enthebt.